Immer wieder berichten wir über Räuber, die es auf alte Damen abgesehen haben. Sie sind offenbar leichte Opfer. Doch in Magdeburg passierte jetzt ein besonders hinterhältiger Überfall, denn die betroffene Oma sitzt im Rollstuhl. Zum Glück hatte sie eine mutige Begleiterin an ihrer Seite, als der Räuber zugeschlagen hat. Ich habe immer Halt, Halt gerufen, aber der ist eben natürlich dolle gerannt. Und da bin ich hinterher gerannt. Ich habe angefasst und habe ihn runtergezerrt. Er hatte die Tasche und ich hatte die Tasche. Und wollte sie nicht hergeben und ich auch nicht. Ich habe aber dann gewusst, hier ist das andere Wichtige drin und hatte die Tasche. Es ist ein eher ereignisloser Vormittag, als Brigitte Rohloff mit der 91-jährigen Rollstuhlfahrerin Lisa Ehlentrup in Magdeburg spazieren geht. Doch plötzlich geschieht der gemeine Hinterhalt, in dem sich die Betreuerin letzten Endes gegen den Räuber behaupten kann. Zeit zu überlegen hatte sie dabei nicht. Ich hatte überhaupt gar keine Angst. Ich habe später darüber nachgedacht. Ich kann sagen, ich hatte überhaupt keine Angst. Ich habe nur im Sinn gehabt, die Tasche muss ich wieder haben. Als wir da um die Tasche kämpften und er bemerkte, dass ich nicht so einfach abzuschütteln bin, drohte er mir, ich habe Messer, ich habe Messer. Und ich antwortete, na und? Denn ich hatte mir gedacht, der hat jetzt sowieso kein Messer bei. Besonders Lisa Ehlentrup ist stolz auf ihre Begleiterin. Im ersten Moment ist die 91-Jährige geschockt, gleich danach aber zuversichtlich, dass sie ihre Tasche wiederbekommen wird. Ja, das war ein erlebter Krimi. Ich war überzeugt davon, dass sie mit dem fertig wird. Weil sie selber so couragiert ist. Es ist die Wut, die Brigitte Rohloff Kraft gibt. Bei dem Überfall handelt sie dabei nicht nur gedankenschnell, sondern auch messerscharf. Die 59-Jährige prägt sich das Gesicht des Täters ein. Mit ihrer Hilfe kann die Polizei ein Phantombild erstellen. Die Beamten sind beeindruckt von der Reaktion Brigitte Rohloffs, warnen aber davor, sich in solch eine Gefahr zu begeben. In dem Falle müssen wir sagen, es ging gut, aber wir können in keinem Fall dazu raten, solche Aktionen zu starten. Lieber auf Nummer sicher gehen, sich das Aussehen des Täters merken, Polizei rufen, andere Zeugen hinzurufen. Sicher handelt Brigitte Rohloff im ersten Moment nicht rational, doch auch im Nachhinein würde die sportliche Betreuerin jederzeit wieder das Gleiche tun. Ich erhoffe mir, dass da endlich mal ein Riegel vorgeschoben wird und dass ich mit meiner Tat zeigen konnte, nicht mit jedem kann man das machen. Nun wünscht sich Brigitte Rohloff nur noch, dass sich ihr Einsatz ein weiteres Mal auszahlt und der Täter gefasst wird.